Warum die Standardkalkulation im Handwerk dazu führt, dass du im Regelfall am Ende des Jahres kaum Geld verdienst. Darum geht es in dem Video. Let's go! Ganz kurz, was die Standardkalkulation im Handwerk? Ja, ist eigentlich ganz simpel. Ich habe einmal Material. Ich habe hier alle übrigen Kosten, also wirklich alle. Einen Berg. Ich habe meine abrechenbaren Stunden, was nicht alle Stunden sind, die meine Monteure haben, aber die, ja, ich sag mal 75%, 80% davon. Und ich habe dann hier irgendeinen Stundensatz, wo, keine Ahnung, irgendwas um diese mal 85 Euro rauskommt. Hier ist noch ein kleiner Gewinnaufschlag plus Gewinn. So, ganz, ganz simpel dargestellt. Und die Problematik ist jetzt einfach, dass dieser Stundensatz hier extrem vergleichbar ist. Das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt hier einen Handwerker und der hat da irgendwie 85 Euro stehen, sage ich, ja, ist ja viel zu teuer. Guck mal, der Kollege macht das für 70 Euro. Was jetzt aber der Kunde nicht weiß, ist, dass der Kollege sich beim Material entsprechend, keine Ahnung, 30% draufgepackt hat zum Beispiel und damit auch bei den 85 ist, weil man das nimmt und du hier keinen Materialaufschlag hast. Und die große Problematik geht an der Stelle los, wo du dann plötzlich mal Aufträge hast, wo kein Material drin ist. Wenn du sagst, weil es gibt ja Leute, die kalkulieren standardmäßig dann mit zum Beispiel 70, weil die einfach merken, 70 kriege ich noch durchgesetzt, mehr machen die Leute einfach nicht am Ende. Ne? Und da haben wir übrigens wieder genau das Thema, Handwerk ist überlastet, ja, aber nicht mit lukrativen Aufträgen, wenn ich 70 nicht durchsetzen kann oder über 70 nicht durchsetzen kann. Das sind wir genau wieder an dem Punkt. Und wenn ich aber merke, okay, ich habe hier die 70, die nehme ich und die 15 hole ich mir immer vom Material, kann ich mir immer zurückrechnen. Ist ja sehr, sehr einfach machbar. Ne? Habe ich jetzt einfach die Problematik, dass wenn jemand ein Auftrag ohne Material ist oder mit sehr wenig Material, kann ich mir das gar nicht einrechnen, wo aber viel Arbeitszeit reingeht, bedeutet, ich mache hier Verlust. Und das nächste große Problem ist, dass der durchschnittliche Handwerksbetrieb sich hier gerade mal 5% einkalkuliert. Ja? Das bedeutet, wenn ich jetzt mal unterstelle, dass vielleicht in der Kalkulation, keine Ahnung, 40% Material oder so ist, dann schrumpft das hier noch weiter ab. Dann bin ich am Ende bei 3% oder so. Was rein kalkulatorisch rauskommen müsste, wenn alles so läuft, wie ich es geplant habe, wenn ich keine Lehrstunden habe. Klar, ich habe eine gewisse Zeit eingerechnet für Krankheit und so, das kalkuliere ich hier schon ein, das ist klar. Aber wenn ich sonst mal irgendwie eine Zeit habe, wo ich länger warten muss, damit der Auftrag erledigt werden kann, weil irgendeine Vorarbeit nicht erledigt wurde, habe ich ein Riesenproblem. Und das ganze Kernproblem ist eigentlich nur, dass ich hier einen Vergleich ziehen kann und hier einen ganz konkreten Vergleich ziehen kann. Das ist jetzt nicht so, wo ich sage, ich habe hier ein iPhone und ich habe hier irgendwie ganz special Materialien und noch eine coole Marke dahinter oder so, sondern ich habe wirklich die gleiche Wärmepumpe wie bei einem anderen. Bei dem einen kostet das Ding 10.000 oder sag mal 15.000, für 10.000 kriegst du keine gute Wärmepumpe. 15.000, bei dem anderen kostet das irgendwie vom Material her dann 20.000. Dann frage ich mich, hey, wieso ist es bei dem teurer? Dafür ist mein anderer Stundensatz tiefer. Und was machen jetzt die Kunden? Die sagen, guck mal, lieber Partner, der kriegt mir das hier aber für irgendwie 15.000 umgesetzt, wo bei dir es 20 kostet. Oder andersrum, man kriegt es für 20 umgesetzt, ja nee, 15 für 20. Wo du dann Material einkalkuliert hast hier oben. Ne, wo du sagst, ich habe hier meine Marge am Materialaufschlag einkalkuliert. Ne, weil, oder das heißt meine Marge überhaupt mal, dass ich auf den Punkt komme. Bei dir ist der Stundensatz viel niedriger, aber da schaut er nicht drauf. Beim nächsten schaut er drauf und sagt, guck mal, der ist ein Stundensatz niedriger, der ist hier oben aber viel teurer. Und plötzlich sucht sich der Kunde dann irgendwas zusammen, was faktisch gesehen zwar die gleiche Leistung beinhaltet, aber einfach auf der Seite mit dem Materialsatz höher kalkuliert ist, mit dem anderen Seite mit dem Stundensatz höher kalkuliert ist oder niedriger kalkuliert ist, wie auch immer. Und du stehst am Ende da und hast hier einen niedrigeren Stundensatz und hast hier noch weniger Material und dann kriegst du den Auftrag nicht. Und das ist genau das große Problem, was im Handwerk gerade entsteht. Oder was heißt, entsteht schon immer da war. Diese Vergleichbarkeit ist einfach extrem stark, ist extrem einfach, Sachen zu vergleichen. Und wenn du an der Stelle bist, wo du sagst, ich kriege 70 Euro oder über 70 Euro oder über 80 Euro, weil das ist der kalkulatorische Stundensatz, den du im Regelfall nehmen solltest. Irgendwas zwischen 70 und 85 solltest du nehmen, im besten Fall sogar ein bisschen mehr. Und dann hast du noch nicht viel Gewinn einkalkuliert. Ne? Wenn du das nicht durchsetzen kannst, dann hast du einfach ein Problem gerade, was das Marketing angeht. Dann hast du ein Problem gerade, was die Anzahl der Kunden angeht, die kaufbereit sind. Und das ist genau der Punkt, wo es dann Sinn macht, doch mal zu hinterfragen, okay, ich bin zwar durchgängig ausgelastet, aber kein Kunde will mir mehr als 70 Euro die Stunde zahlen. Du kannst natürlich so machen, wie es die meisten machen. Du kannst die Kunden verarschen und sagen, ja, ich kaufe das Ding zwar für, keine Ahnung, 15 ein, aber ich schreibe da 20 drauf, weil die 5.000 brauche ich, damit ich hier nicht so teuer sein muss. Aber das ist irgendwie auch nicht der Weg. Die Königsklasse ist eigentlich zu sagen, okay, ich gebe das Material wirklich eins zu eins weiter, wie es ist. Das ist für den Kunden absolut transparent. Und ich kalkuliere mir hier alles ein, ich erkläre ihm das transparent. Ich meine, der Idealfall ist ja wirklich, dass du sagen kannst, ich kann diese 85, vielleicht sogar 90 Euro, dass ich mal 10% Gewinn am Ende des Jahres habe irgendwie, kann die hier durchsetzen. Habe keine Diskussion, vor einer kleinen Diskussion habe ich vielleicht, aber das geht damit schon los, wenn ich sage, ich schicke das Angebot einfach nur an den Kunden raus, ohne es zu erklären groß. Ich habe mir einmal davor erklärt, wie es abläuft, jetzt schicke ich das Angebot einfach raus und mache kein Follow-up oder irgendwas mehr. An der Stelle ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Warum? Weil er sieht halt nur, oh, Material, bei dem kostet irgendwie 20.000, bei dem anderen kostet es 15, genau das gleiche Material, dass der andere sich das mit den Stunden mit irgendwie reinrechnet, wie man es halt auch machen sollte. Sieht er jetzt nicht oder andersrum, der sieht bei dir den Stundensatz 85 Euro, was ja eher der Regelfall ist, sieht bei dem anderen 65 Euro. Dass bei dem anderen das Material viel teurer ist, sieht er nicht, wo der seinen Stundensatz quasi ausgleicht. Und du kannst es nicht mal erklären, weil er hat nur das Angebot vorliegen. Du kannst nicht mal erklären, lieber Kunde, guck mal, du wirst hier gerade verarscht. Das Material, kann ich dir online zeigen, kostet faktisch nur 15.000 plus noch Nebenschnitt 20.000 Euro. Der Rest ist die Arbeitsleistung. Und das sind 85 Euro die Stunde, ganz normal. Du kannst auch bei dem anderen machen, dann zahlst du das hier oben halt mehr. Aber unter denen hier kalkuliert keiner.
Ne? Und wenn du das erklären kannst, dann ist das schon mal deutlich einfacher. Das geht natürlich, wie gesagt, nicht, wenn du das Angebot nicht mit ihm besprichst. Ne? Der zweite Punkt ist aber, wenn du jetzt sagst, du hast noch eine Marke dahinter, das heißt, du hast wirklich ein Unternehmen aufgebaut, was für was steht und gegen was steht, dann hast du halt nicht nur diese ganz einfache kalkulatorische Vergleich, dass ich sage, ich frage bei 10 Leuten an und hol mir die günstigsten Stundensätze irgendwie rein, sondern du hast dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier 90 Euro stehen, aber es ist halt auch unser Unternehmen. Ne? Wir stehen für das und das und das und gegen das und das. Und in dem Sinne empfehle ich dir halt, eine Marke aufzubauen, sichtbar zu sein, lieber nochmal 2% mehr für Marketing einzuplanen, aber nochmal 5% Gewinn draufzulegen auf der gleichen Seite. Ne, lieber dann mal hier 3, 4 Euro mehr durchsetzen müssen oder 5 Euro mehr durchsetzen müssen, dafür aber viel mehr Leute haben, bei denen ich das überhaupt mal anbieten kann, als zu sagen, ja, ich mach's wie alle, ich habe die Auslastung, die Leute fragen ständig an, die sind zwar nicht bereit, meinen Preis zu bezahlen, den ich nehmen müsste, aber trotzdem bin ich ausgelastet, weil das macht keinen Sinn. Dann kommen wir genau dahin, wo es gerade hingeht, und das Handwerk wird halt verramscht, ne? Und faktisch gesehen haben wir da Top-Leistungen, Top-Leute wie dich, die dafür sorgen, dass da wirklich jeden Tag die Sachen noch vernünftig gemacht werden und trotzdem am Ende kommt Geld verdienen. Und das kann nicht sein. Ne? Gut, das ist einmal kurz dazu, weil das ist eine Sache, die mich halt schon länger nervt, wo ich halt denke, das ist nicht notwendig, das muss nicht sein. Warum ist das so? Ja, in dem Sinne, was ich dir anbieten kann, hol dir einfach mal unsere Marketing-Broschüre. Ist komplett kostenfrei. Kannst du unter dem Video einmal kostenfrei dir holen, dann siehst du, wie das funktioniert, wie ich es halt schaffen kann, auch hier nochmal 5% mehr durchzusetzen, auch hier mal 90 Euro durchzusetzen, ohne dass es große Probleme gibt, wenn ich es halt argumentiere, ne? Aber das wird ja erklärt. Im Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit. Lass einen Daumen nach oben da, lass ein Like da. Schreib gerne drunter, wenn du es genauso siehst oder wenn du da ganz andere Ansicht zu hast, dann können wir darüber diskutieren. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.